Cheerio, meine Freunde. Willkommen zurück zu Pokémon. Ja, willkommen zurück, Leute. Ich muss mal kurz was gucken. Nein, das ist schon wieder falscher Knopf. So, ja, ich habe Luffy so gut wie kaum trainiert. Dafür aber Terra. Terra ist jetzt mittlerweile ein Shellterra. Ja, da habe ich nicht viel beigebracht, außer Protzer. Und er hat den Boy hineinbekommen, weil ich finde, Terra könnte ein sehr, sehr gutes defensives Pokémon sein. Dann Luffy hat den Mogelhieb bekommen, die Stahlflügel, einfach ein bisschen Coverage zu haben. Und hat die Flinkklaue bekommen, weil er nicht besonders schnell ist. Ja, beim Rest hat sich nichts getan. Ich habe alle auf Level 40 trainiert. Und ich finde, wir legen jetzt mal los. So. Und zwar wollen wir heute noch... Wollen wir heute anfangen, indem wir die Trainer auf deiner Route kloppen. Ja, wir gehen doch nicht zu Lucia. Lucia, Quatsch. Gott, wie ist sie denn? Iris, oh Gott. Lucia, doch, Lucia. Ach, lass mich, ach, fass mich deine Füße. So, dann wollen wir uns kloppen. Ja, wie ihr euch gesehen habt, habe ich den Rahmen natürlich auch wieder aktualisiert. Haben jetzt Shellterra dort und Luffy. So, du wirfst mir ein Shiggy ins Gesicht. Das dürfte Luffy aber recht gut schaffen. Patsch. Shiggy ist zurückgeschreckt, das war auch meine Absicht. So, und dann einmal zermürben bitte. Bam. Ich habe auch den Fehler erkannt. Ich habe ja letztes Mal gesagt, so Steinschädel kann ich nutzen für Luffy als... Alter. Als... Dings-Move. Als Coverage-Move. Problem ist nur, dass ich vergessen habe, dass der Steinschädel Normaltyp ist. Alter, das hat... Okay, ich sollte jetzt nicht mehr wirklich Risiko fahren. Wenn mir schon ein Shiggy so einen physischen Schaden reinballert. Ne. Vergesst es, Leute. Vergesst es. Das könnt ihr voll knicken. So, weiter geht's. Holen wir uns mal den Motorrad-Tiny hier. So. Ja, ich denke mal, wir machen diese Route hier fertig und danach gehen wir in die nächste Arena. Ja, Leute, das sind jetzt noch Folgen, die kommen alle... Ich habe nur gerade gesagt, das lähmt wieder. Leute, das sind alles Folgen, die jetzt nach... Das sind jetzt die Folgen, die erst nach der letzten alten Folge mit dem Headset rauskommen. Sprich, ich habe noch nicht gehört, beziehungsweise noch keine Feedback, ob das mit dem Mikrofon jetzt besser ist. Ich habe es mir nur selbst angehört und angesehen und auch mit jemand drüber gesprochen und die hat sich jetzt angesehen und fand es auch gut. Deswegen liebe ich mein neues Mikrofon. Natürlich fehlt jetzt nur noch der Ständer, der Mikrofonständer. Ein Doppelkampf ist das, ne? Ja komm, das können Luffy und Terra schaffen, das. Luffy! Los geht's. Ich muss auch sagen, diese Biker und hast nicht gesehen, die erinnern mich voll an so einen Biker-Typen aus dem Turm in Sinnoh. Da gab es ja auch so einen Pokémon-Geisterturm, also Friedhof. Und da kam ein Biker und der hatte tatsächlich Pi als Pokémon. Pi! Das hat so überhaupt nicht gepasst. So. Ich mache mal einen Mogelhieb auf Mythodus und... Ja komm, Megasauger auf Enton. Mal sehen, ob es reicht. Damit haben wir zumindest schon mal Mythodus, dass es keinen Blödsinn anstellt. Und vielleicht reicht da der Megasauger von Terra. Natürlich nicht. Aquavelle, auf wen? Doofe Frage. Alter. Oh, Crit. Ja, toll. Dankeschön. Geht ja schon toll los, die Folge wieder mal. Wie gut, dass ich Mythodos vorher ausgenockt habe. Ah, erst kann ich ja nicht. Ja, ich habe keinen Bock auf ein verwirrendes Ramaidon. Und wir machen es jetzt einfach mal bis auf Enton.
Alter, das geht wunderbar schon wieder los, ey. Super. So. Backen halten weg. Bis. Bam. Und das war's für Enton. Enton. Jetzt weiß ich gar nicht, was Mythosis kann, ne? Bin mal gespannt. Och nö. Au, das hört sich aber brutal an. Oh, da kommt der mit Leitteiler an. Willst du mich verkackern? Hier, kriegst du einen Zermürben und eine Bissattacke. Und da triggert die Funkover. Ritsch. Ja, Leute, was wollen wir sagen? Was soll ich sagen? Heute ist der erste Tag nach der offiziellen Wahl von Mr. Donald Trump. Was ist denn eure Meinung dazu? Also, dass der jetzt gewählt wurde. Was sind eure Vorstellungen? Was nun passieren wird, wie sich die Welt verändern wird? Weil ich meine, man sagt ja nicht umsonst immer, dass der Präsident der Vereinigten Staaten der mächtigste Mann der Welt ist. Ich bin ja mal sehr, 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 sehr gespannt. So, den auch noch mitnehmen. Leute, Ende des Monats kommt raus, Pokémon Sonne und Mond. Ich weiß zwar nicht, wie ich von Donald Trump auf Pokémon Sonne und Mond zurückgekommen bin, aber lass uns doch lieber über Pokémon-Themen reden. Ja, Pokémon Sonne und Mond kommt raus. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ich habe mir überlegt, ich werde mir wahrscheinlich Pokémon Sonne holen. Aus dem ganz einfachen Ding, weil mir das Legendäre vom... Was mache ich da eigentlich? Hallo? Das legendäre Pokémon von Sonne besser gefällt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, viele gehen da positiv darauf ein, dass es keine Arenen gibt. Ich find's schade. Kann aber auch natürlich sein, dass es einfach, weil ich ein Spieler der älteren Generation bin, dass es so ist. Aber ich find's sehr schade. Ich mochte das, dieses Reisen von Stadt zu Stadt, dann die Arenen platt machen. Und was mir einfach in den Arenen gefehlt hat, oder auch in den Top 4 meistens, waren die Herausforderungen. Also zum Beispiel haben wir die Arenen, die haben einen bestimmten Typ, den sie vertreten und da setzen sie die Pokémon ein. Manchmal war es toll, weil sie dann anfingen, Mischtypen zu nehmen. Ich glaube, das war in Sinnoh sogar so. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Frosina. Nee, nicht Frosina. Hat aber auch so einen komischen Namen, die Eistrainerin. Die kamen auch mit Mischtypen an. Also die hatte ja Rex Blizzard mit Eispflanze, dann sogar Frostetje mit Eisgeist. Und sowas fand ich ganz toll, aber bei den Top 4, finde ich, müsste das wegfallen. Also, dass die einen Typen nur haben. Das ist meine Meinung, weil das nimmt unglaublich viel weg. Guckt euch doch mal bitte schön die Top 4 in Alpha Rubin und Alpha Rubin, genau. Alpha Saphir und Omega Rubin an. Wie leicht waren die? Und wie leicht waren sie beim zweiten Durchgang? Ja klar, dann hatte jeder ein Mega-Pokémon. Aber trotzdem. Och Gott, Schambolzen. Ja, Anziehung fehlt. Die brauchen wir schon gar nicht mehr. Das ist so meine Frage. Wie seht ihr das? Und ich denke auch mal, wenn man jetzt... Naja, es gibt Inselmeister. Dann wirst du aber genau das Gleiche haben. Da wirst du dann 4 Inselmeister haben, die musst du besiegen. Die haben wahrscheinlich alle einen Pokémon, bestimmten Pokémon-Typen. Das heißt, du kannst dich eigentlich gut darauf vorbereiten. Könntest du jetzt bitte... Nein, natürlich nicht. Und dann kommt irgendwann der Champ. Ich weiß nicht, wie er heißt. Beim Champ fand ich das ja wenigstens gut, dass sie da reingebracht haben, dass der nicht immer nur einen Typen hatte. Also wir gucken ja zum Beispiel mal... In Rot und Blau hatten wir das ja sowieso schon, weil da war ja unser bester Freund und Rivale Champ. Und der hatte ja schon Mischtypen gehabt, also Tauros, Arcani, Kokowai, Garados und so weiter und so fort. Dann kamen wir in die Johto-Liga und da fing es an, dass der Champ leider ja Lance war, beziehungsweise Siegfried. Und das war ja nun mal ein Drachenmeister, Drachenchef. Und das war zum Beispiel wieder doof. Ja, zwar, klar, Drachen-Pokémon waren zu der Zeitpunkt wirklich die mächtigsten Pokémon. Aber es war wieder so ein Typ, wo ich dachte, warum? Und das gleiche hatten wir jetzt ja auch in Höhen gehabt. Sicher, Smaragd,
Rubin und Saphir sind schöne Editionen, ohne Frage, keine Frage. Und finden es ja, kann er nur beipflichten, aber dieses eine Typending, also in Rubin und Saphir war es ja Troy, der Champ war. Troy fing zwar an auch mit Stahltypen, war klar, aber der hatte dann ja auch seine Fossil-Pokémon, Amaldo und Willie. Dann kam Smaragd und da war ja der Champ, ach, wie ist er denn nochmal? Fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall, das war ja eigentlich der Arena-Leiter aus Rubin, der achte Arena-Leiter aus Rubin und Saphir. Und er kam da nur mit Wasser-Pokémon an. Ich dachte so, och nö. Aber zum Glück haben sie es ab so Sinnoh wieder geändert. Ab Perl und Diamant. Oh, Gengar. Das hatte mir nämlich echt. Das fand ich eigentlich echt bescheiden. Und egal wer was sagt, ich fand die Pokémon, die neuen Pokémon der 6. Generation unglaublich bescheiden. Also es gab wenige, muss ich ganz offen sagen, die mir echt gefallen haben, die mir echt super gefallen haben. Also ich bin zum Beispiel Klavion, gefiel mir ganz gut. Und Durengard auch wunderschön. Aber dann gab es ja so Pokémon wie zum Beispiel Monagoras und das andere Fossil-Pokémon. Ich bin heute echt schlecht, was die Namen angeht. Und das bringt mich nämlich jetzt gerade auf den Champ, auf Dianta. Ganz offen und ehrlich, wie einfach war sie? Klar, sie hatte ihr mega Gardevoir, aber das war auch, das war's dann auch. Auch ein Machtreif, schick. Und auch wenn jetzt viele so ein Clown-Fußspiel, genial. Und auch wenn viele jetzt sagen so, Halucha. Wie war der Name noch, deutsche Name nochmal? Auf jeden Fall bin ich auch kein Fan von gewesen. Ganz offen und ehrlich. Huch. Oh, was gab es denn hier für ein Wackelpuppen? Dictry! Oh nein, oh nein. Ich hab Luffy vorne und der hat Wegspeere oder so ein Kram. Alter, jetzt habe ich aber Angst gehabt, weil ein Erdbeben oder eine Intensität von Dictry und wir hätten Luffy vergessen können. Bin mir ziemlich sicher. Aber nochmal auf die Yanta zurückzukommen. Ich weiß nicht, also ich fand sie wirklich unglaublich schwach. Und auch die Top 4 waren nicht wirklich das Gelbe von Ei. Und der Trend ging weiter dann mit Omega Rubin und Alpha Saphir. Da waren dann auch die Top 4 und der Champ waren auch wieder so, meh. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf Sonne und Mond, weil ob sie dann die Schrauben wieder anziehen, wisst ihr? So wie es bei Perl und Diamant war. Also ich fand bisher, das muss ich einfach offen und ehrlich sagen, Diamant und Perl waren für mich wirklich die schwersten, also wirklich vordersten Generationen. Also die Schraube wurde immer angezogen, die Gegner wurden immer stärker und auch vielseitiger und das war echt Hammer. So, aber jetzt haben wir mal genug gequatscht. Ich denke, wir machen jetzt mal mit der Story weiter. Es ist nicht mehr weit. Hier ist es. Dann gehen wir mal da rein. Und jetzt dürfen wir uns ganz viel Blabla anhören. Zeit für eine kleine Geschichtsstunde. Wie ich sehe, hast du den Lichtstein bei dir. Aus dem Lichtstein wird Reshiram erwachen. Reshiram und Zekrom, das bereits unter uns weilt, waren ursprünglich ein und dasselbe Pokémon. Dieses einzigartige Drachen-Pokémon hatte zusammen mit den Zwillingshelden ein neues Land erschaffen, in dem Menschen und Pokémon in Frieden miteinander lebten. Doch eines Tages entbrannte zwischen den Zwillingen ein Streit darüber, wer von beiden im Recht sei. Der ältere, auf die Wirklichkeit pochende Bruder oder der jüngere, von Wunsch beseelte Bruder. Das ist das ein Satz. Der Drache,
der den Zwillingshelden immer treu gefolgt war, spaltete sich daraufhin in zwei Drachen auf. Der eine schloss sich dem älteren Bruder und der andere dem jüngeren Bruder an. Zegrom, der schwarze Drache, der dem Wunsch folgt und uns in eine neue Welt der Hoffnung führt. Reshiram, der weiße Drache, der nach der Wirklichkeit strebt und uns in eine Welt der Klarheit führt. Da die beiden Drachen ursprünglich eins waren, tobte der Kampf hin und her, aber eine Entscheidung war nicht in Sicht. Schließlich wurden die zwei müde. Auch die Zwillingshelden erkannten irgendwann, dass nicht nur einer von ihnen recht haben könnte. Und so wurde der Konflikt endlich beigelegt. Jedoch gruben die Söhne der Helden des Kriegsball wieder aus. Einem Wutausbruch folgend legten Zekrom und Reshiram darauf einmal mit Flammen und Blitzen in Schutt und Asche und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Die Pokémon hätten etwas derartiges aber niemals getan, wären sie angehört und mit Respekt behandelt worden. Schließlich hatten Zekrom und Reshiram einst ein neues Land erschaffen. Du hast recht, Pokémon können nun mal nicht sprechen. Aus diesem Grund projizieren wir unsere eigenen Gedanken auf sie und erwarten manchmal vielleicht Dinge von ihnen, die ihre Gefühle verletzen können. Und dennoch, Pokémon und Menschen vertrauen und brauchen einander. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. So ist es und nicht anders. Und daher kann ich auch nicht dulden, dass Team Plasma versucht, uns und unsere Pokémon auseinanderzubringen. Entschuldigung, wir sind etwas abgeschweift. Aber das ist alles, was wir wissen. Leider ist uns nicht bekannt, wie man das legendäre Drachen-Pokémon erwecken kann. Nur musst du das Versprechen einlösen, das du Laura gegeben hast. Du musst dir ja noch deinen Orden aus der Arena von Twin Drake City holen. Also Cicel, ich warte in der Arena auf dich. Huch! Wir dürfen uns also mit Lysander klappen. Da bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich vergessen, die Timer zu stellen. Muss ich gleich mal nachholen. So, und rein geht's. Und da ist schon der erste Trainer. Zum Glück ist das hier jetzt keine reine Drachenarena, obwohl ich trotzdem Angst habe, was der da als Ersatz für Max Sachsen so hat. Noch Charnera. Charnera! Bam! So, Überbrückung von Luffy wirkt. Mogelhieb! Patsch! Alter, daran sieht man das, was Charnera an Verteidigung hat. Charnera ist zwar unglaublich speziell defensiv, aber physisch kannst du nicht nicken. Und tschüss. Oh, sogar ein Critical Hit. Luffy mag keine... Alter, fast 5000 Erfahrungspunkte. Ja, wie war das noch vor Urdoch war Hytera? Obwohl Hytera ist es ja immer noch, ne? Mit den meisten Erfahrungspunkten. Aber echt schon. Hammer. 5000 Erfahrungspunkte hier. Da. Huch, da geht's nicht weiter. Nee, geht da lang. Hup. Dann verrätst du mir das Geheimnis der Arena. Was für ein Geheimnis wird's mir denn verraten? So, ein Pokémon hast du. Und es ist... Mobile. Ach, komm schon. Eigentlich hat die eingegeben, dass die Pokémon, die er einsetzt, der Stärke des anderen gleichen. So, Mogelhieb. Mit Flinklaue, das bringt voll. Super! Zurückgeschreckt. Und jetzt machen wir den Schlagbohrer. Wenn ich mich auch immer noch frage, womit denn Vanni überhaupt bohrt. Steinhagel. Das ist natürlich nice. So, Finsterfaust. Und das war's. Naja, leider nicht so die schönen Erfahrungspunkte. Also die haben schon Pokémon Level 41. Das heißt, dass das schwächste Pokémon von Lysander auch 41 sein wird. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das Ersatz-Pokémon für Maxax auf Level 45 sein wird. Und das gefällt mir gar nicht. Und da dreht er den Kopf weg, der Drache.
So Leute, ich stelle mich jetzt aber hier hin. Haha, denn ich beende jetzt einfach mal ganz frech den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn er einschaltet und es wieder heißt Nuzlocke Time. Bis dann.